Du bist so die Fliegeralarm-Sirene. Fliegeralarm, Fliegeralarm. Servus und hallo, ich darf euch begrüßen zu einer weiteren Folge von Gravelman VT Tourencheck. Wir sind immer noch in Regensburg unterwegs, diesmal im Süden. Und zwar starten wir am ehemaligen Standardübungsplatz Oberhinkhofen, fahren über den Truppenübungsplatz Richtung Bad Abbach, von Bad Abbach über den Jurasteig Richtung Matting. Von Matting geht es dann Richtung Großberg und von dort fahren wir dann über Seedorf wieder hier rein auf den Truppenübungsplatz. Wie ihr seht, bin ich heute nicht allein unterwegs. Mein Kumpel Dave begleitet mich heute. Den kennt ihr sicher schon aus den Gecheckt-Videos, vor allem als Off-Stimme. Ab und zu ist er als Fahrer, als Actor dabei. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt los. Ne? Auf geht's. Alles klar. Erster Anlauf wird jetzt die Cross-Strecke. Das ist so ein kleiner Parcours über 600-700 Meter und da kann man gut Technik trainieren. Am Truppenübungsplatz sind also reinste, breite Gravelstrecken, ehemalige Panzerstraßen, Panzerwege und also wirklich perfekt zum Graveln, kriegt man richtig Geschwindigkeit drauf. Hey David, sag mal, wie bist denn du eigentlich zum Graveln gekommen? Ja, die kurze Antwort durch dich, den Gravelman Heiko. Für die lange Antwort muss ich ein bisschen ausholen. Ich hatte vor vielen Jahren mal einen schweren Unfall. Da hat es mir leider beide Beine zermatscht und dadurch sind Sachen wie Laufen, sämtliche Ballsportarten weggefallen. Habe mich dann auch, ja, muss ehrlich sagen, gehen lassen, bin fett geworden. Aber irgendwann habe ich gesagt, okay, ja, ist so, das kann so nicht weitergehen, ich muss was ändern. Habe auch geraucht zu dem Zeitpunkt, ja, auch scheiße. Und dann habe ich halt gesagt, gut, Radfahren, das Gelenk schon, das machst du jetzt. Und wie ungefähr 90% aller Deutschen, die sich fürs Radfahren nicht interessieren, hatte ich ein Trekkingbike. Damit habe ich halt angefangen, Touren zu machen. Ja, und irgendwann hast du mich halt gefragt, hey David, willst du nicht mal was Gescheites kaufen? Und dadurch kam es zustande, ich habe das mal ausprobiert, bin Gravelbike gefahren und war sofort begeistert und dachte, hey, das ist cool. Du bist halt echt schnell auf der Straße. Auf Schotter kannst du aber im Gegensatz zum Rennrad auch fahren. Du kannst Trails fahren. Du bist super vielseitig. Ja, und so hat sich das letztendlich ergeben. Und jetzt bin ich seit 5 Jahren dabei. Und muss sagen, also wirklich geile Sache. Wenn ich mir aussuchen müsste, welches Rad ich als einziges in der Garage haben dürfte, dann wäre es definitiv ein Gravelbike oder Crosser, weil damit bist du einfach am vielseitigsten unterwegs. Die Strecke hat ca. 30% Asphalt und 70% Waldwiesen und Schotterwege.
fahren wir straight Richtung Bad Abbach. Und an der Stelle möchte ich gleich mal zu meinem dritten Teil von der Besprechung zum Stork Kriegs RR 105 kommen mit einem Endfazit. Mein Gesamturteil zum Stork Kriegs RR Pro 105 fällt überaus positiv aus. Die verbauten Komponenten ergänzen sich in der Praxis optimal. Insgesamt ist das Rad sehr rennlastig ausgelegt, was mir als ehemaliger Rennfahrer natürlich gut gefällt, weil ich halt dementsprechend auf Sportlichkeit stehe. Das ist aber Geschmackssache. Das Kriegs Pro gibt es in verschiedenen Ausstattungsvarianten und ist in der gleichen Geometrie, aber mit noch hochwertigeren Komponenten in der Linie Kriegs Platinum erhältlich. Ich muss mich jetzt leider von dem Rad verabschieden. Die heutige Tour war die letzte Ausfahrt mit dem Rad. Und ja, wir schauen jetzt wieder weiter auf die Strecke zu unserer Tour im Süden von Regensburg. Hier sind wir jetzt schon in Bad Abbach. Das ist ein Kurort, da fahren wir jetzt gemütlich durch. Und dann geht es schon rauf Richtung Jurasteig, wo der David dann ein paar Wörter noch erzählt dazu. Der Anstieg hier ist zwar knackig, aber dafür nicht so lang. Und da oben geht es jetzt dann auch schon relativ flach weiter. Hier geht es jetzt in den Trail rein. Oh nein, das mache ich nicht. Hau rein! Fast! Es macht halt das Gravel aus, dass man auch mal ein paar Meter schiebt. Hier sind wir jetzt am Jurasteig, wie der Heiko vorhin schon angekündigt hat. Das ist eigentlich ein Wanderweg, der sich über, ja, ich weiß gar nicht, viele, viele Kilometer durch den ganzen Jura erstreckt. Und dauert, glaube ich, zu Fuß 2 Wochen oder so. Ist aber auch bei Mountainbikern beliebt. Da kann man dann in ungefähr 4 Tagen fahren und abschnittsweise, wie gesagt, auch mit dem Gravelbike ganz gut fahrbar. Servus. Wobei man dann halt schon, sage ich mal, sehr ein bisschen auskennen sollte, weil alles kann man mit dem Gravelbike nicht fahren. Ist dann schon teilweise ein wenig haarig. Wir haben jetzt das Wirtshaus Pension Biergarten zur Wahlbar. Das ist ein ganz beliebter Ausflugsort, direkt an der Donau gelegen.
Ist dahingehend interessant, weil man hier halt auch den angrenzenden Jurasteig hat, wo man wandern, teilweise auch klettern und sonstige Freizeitaktivitäten hier machen kann. Und wir fahren jetzt weiter Richtung Großberg. Von dort ist es dann nicht mehr so weit, da geht es dann schon wieder zurück zum Truppenübungsplatz. Am Gipfel von Großberg sind wir angekommen. Und bei der Gelegenheit möchte ich euch mal darauf verweisen, dass ihr die Tour unten in der Videobeschreibung downloaden könnt als GPS-File. Und in dem Zusammenhang, weil ich da schon ein paar Mal gefragt worden bin, was ich da eigentlich für eine Handyhalterung am Lenker habe, das erkläre ich euch in einem kurzen Einspieler. Ich habe hier jetzt also die Compet Smartphone-Halterung von SKS inklusive der Plus Com-Unit. Die Halterung passt also für alle gängigen Lenker-Vorbau-Kombinationen und hält das Handy also auch auf wirklich extrem ruppigem Gelände fest am Lenker. Um das Handy über den Bajonettverschluss zu befestigen, ist hier so eine Bodenplatte mitgeliefert. Da kann man also entweder direkt aufs Handy, so wie ich das gemacht habe, draufkleben oder halt dann auf ein dementsprechendes Case mit glatter Oberfläche. Das wird also einfach durch einen Bajonettverschluss im 45-Grad-Winkel aufgesetzt und einmal gedreht und schon sitzt das bombenfest. Man kann das Handy dann also entweder vertikal oder horizontal platzieren. Zudem kann man auch noch den Winkel verstellen. Also man kann das hier auch noch in der Neigung etwas versetzen, wie man das gern möchte. Das Compet-Halterungssystem wird also für normale Standardfahrräder und normale Standard-E-Bikes angeboten. In jedem SKS-Compet-Set ist also die Lenkerhalterung dabei, dann ist noch eine Halterung für ein Vorderlicht dabei und optional zu erwerben gibt es dann noch Halterungen für zum Beispiel eine Action-Cam. Sehr schön finde ich die induktive Ladefunktion, wo man also praktisch Handys, die auch mit dieser Funktion ausgestattet sind, einfach kabellos laden kann. Dazu einfach die Plus Com-Unit aufsetzen, dann das Handy ganz normal drauf, dann die Com-Unit einschalten und dann lädt es automatisch schon kabellos. Man kann aber natürlich auch mit Kabel laden, also über einen USB-Anschluss kann man sein Handy oder eben andere externe Geräte wie jetzt Action Cams oder was man sonst noch so dabei hat, eben auch laden und das Com-Unit dann quasi als Powerbank nutzen. Toll finde ich auch den eingebauten NFC-Chip. Hier kann man also auch noch das Handy, aber auch eben andere Geräte, die eben mit NFC ausgestattet sind, direkt verbinden. Natürlich hat SKS auch eine App auf Lager, die SKS MyBike App. Neben Navigation, Anzeige von Servicestationen von SKS oder wie zum Beispiel Sturmwarnungen, gibt es hier noch sehr, sehr viele andere Funktionen und nützliche Funktionen, wenn man unterwegs ist. Ihr könnt euch die App kostenlos downloaden, SKS MyBike App. Ich habe jetzt das Compet-System von SKS schon einige Zeit im Einsatz. Und ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert. Vor allem dieser Bajonettverschluss, der hält einfach wirklich, was er verspricht. Ich finde gut, dass man eben das in jede Richtung, wie man es gerne haben möchte, drehen kann. Das komplette Compet-System inklusive der Plus Com-Unit ist für 79,99 € zu erwerben. Das war dann erstmal so viel von mir zum SKS Compet-System. Und jetzt geht's weiter auf die Strecke. All these pictures in my head, I've got a reason not to tell you. I will let you guess instead. Seeing light in your eyes and the sun in your smile. Let's just sit and talk for a while. Seeing colors and flowers on the edge, and I try to catch myself, but I'm too far away. Da sind wir schon wieder am Truppenübungsplatz angekommen.
Hier kreuzen wir jetzt nochmal die Strecke, die wir zu Beginn gefahren sind. Und fahren dann im Südteil wieder zurück zum Ausgangspunkt. David hat sich gerade schon von mir verabschiedet und wir sind jetzt auch wieder hier am Standort, ehemaligen Standort Truppenübungsplatz Oberhinkhofen angekommen. Das Gelände hier wurde seit der Nachkriegszeit von den Regensburger Kasernen der Bundeswehr genutzt. 2013 wurden 560 Hektar zum Naturerbe erklärt und die werden von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt DBU verwaltet. Wir haben zum Beispiel seltene Tiere wie die Gelbbauchunke oder der Kammolch eine Heimat gefunden. Das ist das einzige Gebiet hier rund um Regensburg, wo diese beiden Arten noch anzutreffen sind. Auch insgesamt hat das Gelände also eine sehr hohe Biodiversität. So, damit verabschiede ich mich für heute. Das war also jetzt die letzte Tour rund um Regensburg. In der nächsten Folge geht es dann im Bayerischen Wald, im vorderen Bayerischen Wald, im Ort Hohenbad weiter. Dort werde ich euch dann auch drei verschiedene Touren vorstellen in drei Folgen. Also, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.